Pressetermin im Zeitungskiosk. Barbara Schöneberger voll in Aktion. Die Entertainerin wirbelt die Werbetrommel für ihr neues Projekt. Eine eigene Zeitschrift mit dem Titel Barbara. Noch ist das erste Heft gar nicht fertig. Eine hochwertige Frauenzeitschrift zum Preis von 3,80 Euro soll es werden. Die Schöneberger verrät dazu. Ich lese sehr gerne Frauenzeitschriften, aber es ist eben in jeder Zeitschrift immer die 69 besten Sextipps. So werden ihre Oberschenkel dünn, so werden sie fit für den Sommer. Es ist halt immer, immer, immer das Gleiche. Und ich glaube das alles nicht mehr. Ich möchte mich nicht mehr belügen lassen von irgendwelchen 18-jährigen Mädchen, die da auf dem Foto abgebildet sind. Ich möchte endlich mal realistische Geschichten. Das soll letztlich heißen, dass bei uns nur echte Hausfrauen irgendwie im Bild erscheinen. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, man kann noch mal, es gibt sicher noch eine kleine Lücke, wo man da noch rein kann, wo man sagen kann, wir machen es noch mal ein bisschen anders. Ab dem Herbst soll die Barbara monatlich erscheinen. Und die TV-Moderatorin will eine tragende Rolle dabei übernehmen. Also meine Funktion ist die einer stellvertretenden Chefredakteurin, würde ich mal sagen. Die richtige Chefredaktion überlasse ich Brigitte Hubers, die Chefredakteurin der Brigitte, die das machen wird. Und wir haben da, ich werde da in der Redaktionsarbeit so eingebunden sein, dass wir alle Themen gemeinsam bestimmen, dass wir, ich bin auf jedem Cover drauf, ich schreibe das Editorial, ich führe das Interview, das Große, was da drin ist, und da gibt es eine ganze Menge zu tun. Ich fürchte, es wird relativ viel Arbeit. Dann sind wir neugierig auf das erste Heft von Barbara. Ab dem Herbst am Kiosk.